Wie bekomme ich einen Bubulwelpen, der genauso aussieht wie die, den ich haben möchte? Na jetzt, es gibt ja viele verschiedene Arten und Typen von Bubul, besonders was Größe, Gewicht und Farbe angeht und auch noch ganz viele andere Unterschiede, wenn man sich genauer mit den einzelnen Körperteilen des Hundes beschäftigt. So. Und irgendwann entwickelt man halt Vorlieben und sagt, okay, ich würde gerne einen Hund haben, der so und so aussieht. Grundsätzlich schon mal der richtig falsche Fehler, weil eigentlich solltest du dich eher damit auseinandersetzen, wie ich möchte einen Hund, der sich so und so verhält, so und so bewegen kann und so gesund ist. Aber die fangen halt alle mit dem Aussehen an. Ja, beim Dating sagt man, sind die inneren Werte und dann guckt jeder auf Profilbilder. Und das ist beim Bubul halt nicht anders. Aber jetzt sagen wir mal, ich will danach entscheiden, wie der Hund aussieht. Wie mache ich das jetzt? So. Jetzt sehe ich da Rüde A oder Hündin B und genau so soll der Bubul aussehen. Ja, wie mache ich das denn jetzt? Wie oder wo kaufe ich einen Welpen? Die meisten Leute gehen natürlich hin und kaufen genau von dem Hund, den sie toll finden, einen Welpen. Aber sehen die dann genau so aus? In den meisten Fällen nicht. Ja, das heißt, die Hunde sehen in den wenigsten Fällen aus wie ihre Eltern. Es gibt ein paar Ausnahmen, aber generell kann man davon ausgehen, dass wenn ich die beiden Elterntiere angucke, ich nicht bestimmen kann, wie der Welpe nachher aussieht. Das heißt also, ich möchte diesen Hund, dann muss ich in die Linie gehen. Die Hunde generell sehen aus wie die Großeltern oder die Urgroßeltern. Natürlich auch nicht alle, aber wenn man ja spezifisch weiß, wie man einen Welpen mit einem erwachsenen Hund abgleicht, kann man das so erreichen. Das heißt also, am besten ist, die Linie zu kennen und dann nach den Großeltern oder Urgroßeltern zu selektieren. Im SABT-Kurs von Corbus Rustin, der kennt sich am besten aus, wenn ich einen Rüden reproduzieren will, ist das am besten, dass er auf der einen Seite der Vater ist und auf der anderen Seite der Großvater. Versteht ihr? Also ne, beim einen Elterntier ist er der Vater und beim anderen ist er der Großvater. Das ist eine Linienzucht, die ist auch nicht zu eng, aber das ist wohl die Zuchtkombination, die den am meisten verspricht, diese Hunde zu reproduzieren. Und ja, schreien alle immer, Linienzucht und Inzucht ist was Schlechtes. Ich verspreche euch aber, wenn man Ansprüche hat, dass Hunde sich über Generationen gleich aussehen und gleich verhalten, geht das ohne nicht. Ja, auch die Grundlage jeder Rasse ist Inzucht, weil irgendwann wurden irgendwelche Hunde verkreuzt und da kam etwas raus, was dem Menschen gefallen hat. Die haben das nicht behalten, weil sie weiter gemischt haben, sondern sie haben das, was gekommen ist, verstärkt. Und da gibt's halt nur enge Zucht. Also, wenn ihr einen Hund unbedingt haben wollt, der so und so aussieht oder wollt die besten Chancen dafür haben, dann braucht ihr die Linie. Und eine entfernte Linienzucht ist eine hervorragende Idee. Aber grundsätzlich, guckt, dass der Hund ein gutes Wesen hat und gesund ist. Das Aussehen ist wirklich an letzter Stelle.